ich sollte mal ein bisschen Munition besorgen. Was ist das am besten? Arthur, Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. All right, you know, just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. So, was könnten wir jetzt so machen? Ich guck mal, was das für Herausforderungen haben. Ah, das mit den Häschen müssen wir noch machen. Ach, das war dieses mit 4-5 Geschäften überfallen. Reitkunst. Anne. Reitkunst ist. Ah, nee. Ja. 20 wieder, das war das hier. 9 Minuten von Strawberry, nicht Saint-Denis ohne Wasser zu berühren. Ja, ich eigentlich meine, da war dieses Meisterjäger, oder? Sammel 3 Hasenfelder in perfektem Zustand. Jo. Was ist hier noch? Scharfschütze? Töte einen Gegner mindestens 80 Fuß entfernt ist mit einem Tomahawk. Ah, das war das da. Drei Gegner innerhalb von 10 Sekunden mit Wurfmesser. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, hoppla, erstmal in die Stadt, holen uns so ein Gewehr. Wenn mir noch einfällt, wie das heißt. Hier Büchsenmacher. Und dann gucken wir mal, dass wir die Hasen hier nicht zerwischen. Was? Was? Wer hat mich jetzt gerufen? Hallo? So I followed him out of the bar. It was a dark night. Hä? No, thank you. I like to eat. Hallo. Wer hat mich gerufen? Going to threaten with him in debt. Ach, Jungs, ihr könnt mich mal. Mädels. Muss mal ein bisschen ein Pferd striegeln hier. Ist ein bisschen staubig. Na, Lasagne, wie geht's dir? Alles cool. Ah, das kann ich rein, wenn du musst. Würde ich mal sagen. Ah, warte mal, hier ist noch so ein LS. Leopold Strauss. Geld verleihen an andere Sünden. Ah! Jo, warte, das nehmen wir noch schnell an. Bevor wir hier uns die Waffe holen. Jetzt habe ich die Markierung natürlich weggemacht. Sehr schlau. Weil die sind ja immer so Markierungen auf der Karte und mal ein bisschen geil antreiben. Ne? Geht immer gut. Das geht doch immer gut. Hey Leo. Leo! Hey! Morgan, how are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then, tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. All right. So, aber erstmal, ne? Hey there, Arthur. That was. Ist das ein Ding? Mr. Summers. Ja, wir müssen aber gucken, ob wir zum weißen Dingsbums da die nochmal heißen besorgen. Was ist das hier eigentlich? Ach, Angel. Da haben wir noch direkt eine. Was ein Zufall.
hier auch noch rein. Oh, wir haben immer noch so viel Geld. 427, ja. Reicht mich am Arsch. Reicht mich fett am Säckel, ey. Yo. Was geht ab hier unten? Wer fahrt hier rum? Fahrst du hier rum? Hey there, partner. You interested in a little friendly competition? Klar, Alter. Was geht? You a shooting man? I've been looking for a challenge, and I ain't found one yet. Oh. What'd you say? Why don't we find out? Good! Ah, Scott. What is... Ah, it's supposed to be sold on robot. Whoever shoots the most bottles wins, okay? All right, okay? Go! Oh, yes! Where's the one? Yeah. Guess that explains it. I'm brand new. It's hard lines, partner. Here's an idea. What do you say we raise the stakes? You're on. Well, that's what I like to hear. Warte. Darf ich schon meine Waffe wechseln? How about this? You shoot four birds out of the sky before me. We'll call it a day. We're doing first to four. You can count to four, I hope. Stand close. As soon as you see him, start shooting. Oh, trying to cheat your corners, huh? You got a damn good shot, mister. Here you go. As promised. That's like a mad colleague. Thanks, friend. Careful now. Next time I may not hold back. Oh, that's good. Schau nicht. Ich habe jetzt viel mehr Schüler bekannt als der. Wir Vögel hier rumlegen auf der Karte. Ja. Wäre locker geworden. Easy peasy. Das schaffen wir nach. Voll Fast and Furious mäßig, ey. Ich will schon besser was trinken. Pack dich mal hier ein. Ja, bitte nur fest, egal. Ja, gut. Alter, der blickt zwar nicht. So, dann egal. Bleib ich einfach stehen, Pferdchen. So, jetzt gucken. Irgendwas mit V. Was das Gewehr heißt. Da war es ein Partner. Der hat auch so eine Hintertür irgendwie. Vielleicht ist er ja einer von denen, die so ein Ding haben. Wie heißt das? Irgendwas mit. Was ist das? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich guess, das da. Warmintgewehr.
A rifle for a discerning hunter. Ja, für einen Hunter, ne? Oder? Wenn es das Gewehr passiert, sehr kurz und wenn es ein Triebe in der Zweipang hätte ich größten Fehlfall und das beste Mal sehr angestellt. Würfe werden heutzutage von einem geschädigten Gewehr gezogen. Ich kann halt kurz noch das wie ein Fall, der einmal selbst ab und feststellen, dass ungeziefer, bla bla bla. Verscheidung Opossums, Murmeltieren, Stinktieren, Wiesen, Eichhörnchen, Kaninchen. Ja, perfekt. You need anything special, you let me know. Hau rein da. Wird mitgenommen. Alright. Habe ich Munition? Make sure you got enough rounds for it. Alles klar. Danke dir. Das habe ich gesucht, mein Freund. That's it for now. Thanks, Mister. Hab ich das jetzt gerade in der Hand? Ach, ich kann hier schon wieder keine Waffe rausziehen. Ja, ja, ich hab's geblickt. Ich mache aber doch gleich noch was mit dem Geld und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo ein paar Kaninchen finden. Ey, mein Freund, du siehst doch aus, als... Ab in die Fest. So, hier vielleicht auch. Ah, was ich auch noch machen wollte. Da hinten scheint es zu sein. Was ich auch noch machen wollte, ich wollte mal wieder mein Outfit wechseln. Kann ich das hier zufällig gerade mal so machen? Pferd, Revolver halt, Spieler, Chrisleys Gesetzlose. Move your ass. Okay, nein, das war das. Oh. Was ist das? Ah ja, genau, genau. Das habe ich gesehen. Hey, der pinkelt da einfach rein. Dad don't care if it's pretty, right? Wir warten, glaube ich, mal, Kollege, bis die Frau da hinten weg ist, ne? You wanna fit? Yo, yo, ich will eine Beratung. Gwen Hughes, start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? You want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Hi, Shawnee, cool, Digga. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Alles klar, komm raus, Digga. Ich halt Wache. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. Klar. We don't want no fuss. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie. Your auntie. Get out of here, kids. Move. Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Oh, jetzt habe ich sie voll versaut. Clear them all. Ja, bin ich schon dabei? Jetzt soll ich sie noch vertreiben? Ach, hier ist noch jemand.
Hey, Alter. You're done here. Move along. Was on my way anyway, thank you very much. No one got manners no more. Not even church folk. Verpiss dich. Was mach ich dir beide? Wie sieht's denn mit uns gerade aus? Ah ja, geht eigentlich. Oh, wir müssen noch was essen. Was geben wir uns denn so schönes? Bisschen Dosenmais. Geht immer. Verpiss dich. Alright. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Oh, was darf ich nicht ziehen? Ich wollte gerade eine Waffe ziehen. Aber darf ich hier ja gar nicht. Was treibt der da hinten jetzt? Also, ich weiß, was er da treibt, aber... Hey, it's geschlossen. Hello there, sir. Churchyard's closed. Get out. My, my. I guess I'll come back later then. That's good. Keep it up. Sieht man von hier? Ich glaube nicht. Schade, ja. Ich hab gern gesehen, wie er die Leute ausgräbt, die Tussi ausgräbt. Alter, was wollt ihr Clowns denn jetzt hier? Mach mal ab, Abgang. Get the hell out of this churchyard! Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard! Let's go, Mister. Let's go, Mister. Alter, wie ich das hasse, wenn ich mir über meinen scheiß Hund unterhauen habe. Kann ich ihn noch plündern? Ja. Sorry, aber die Kirche braucht Geld. Mann, Hund, reg dich mal ab, ey. Ich hab gar nichts gemacht, ey. Ich bin halt der Wächter vom Friedhof. Was soll ich machen, ey? Wenn ich sie nicht benehme auf dem Friedhof, ne? Da müssen wir halt mal ein bisschen hier. Ein paar Prügel verteilen. Alright, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. Ach was, die kommt schon klar. She had a brooch here. It looks like diamonds. Gib her den Scheiß. Well, this will do. Now get out of here, before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. That's more than... Then clear what I owe you. Das entscheidet ja immer noch ich, Alter. Ich will den jetzt gerne so umboxen, aber es geht irgendwie nicht. Und schlag zu, Alter, schlag zu. Er will nicht. Das ist ein Weicher, Alter. Da was liegen denn hier Leute in der Gegend rum? Ja, was ist das für ein Benehmen? So, jetzt würde ich sagen, haben wir hier noch irgendwie was zu tun? Hier ist wieder irgendwas von Dutch. Was will der denn schon wieder? Aha. Was blinkt hier so in der Gegend rum? Temporäres Pferd. Ne, ich muss mal so ein bisschen hier. Hier hin gehen wir erstmal. So wir natürlich ein bisschen Jagd machen können hier. Ja, es ist ja ein Pferd hier. Guter Junge, guter Junge. Alter, dem
ist zu warm in dieser Scheißjacke da. Kacke. Ja, da bleibt noch was stehen, Pferdchen. Okay, das war das hier. Ein Vollwald. So, jetzt mal ein bisschen frischer und so luftiger. So, was, wie heißt jetzt? Ach man, ich bin gar nicht draußen aus der Scheißstadt. Ja, Entschuldigung, ich hab's ja verstanden. Sind wir jetzt draußen aus Roads oder was? Darf der eigentlich bestimmen, ob ich hier meine Waffen benutze? Das brauchen wir genau. Das Wammendgewehr. Schön 200 Schuss, sollte reichen für 3 Kaninchen. The fuck, Was rutscht hier rum? Heili! Help me! Please! I need medicine. What the hell is wrong with you? You sound like death. Damn. What happened to you? You're just gonna watch me die. My inside is all cold. Ich muss aushalten, da muss ich ein bisschen warten. Hey Pferdchen, hast du auch noch was für mich? You'll be alright. Oh ne, wollte ich gar nicht. Aber er mag mich, er hat mich nicht runtergeschmissen. Ich wollte eigentlich eine Satteltasche untersuchen. Naja, kennt sich ja sonst nichts, ne? Komm, hier, machen wir Abschluss. Ja, ab zu den Kaninchen. Oh, warte mal. There we go. I don't follow. How do? Ah, ne, hat nur 2 Dinger. 2 Pünktchen. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal wieder ein Feuerchen machen und ein bisschen, bisschen was zubereiten. So ein bisschen Fleisch und so. Vielleicht war dann nur das da, war wahrscheinlich die Pflanzen. Wie man hier sieht. Guck mal, was das hier schön ist.
2. 3. Okay, 3 Schafgabe haben wir schon. Ist ja noch irgendwo. Ja, Ding. Ja, komm. Das hieß, hier muss doch hier irgendwas sein, ne? Aber ich bin schon ziemlich weit weg davon, aber. Wo sind die Häschen? Ja. Das sind ganz viele sein. Oder ich will jetzt erzählen, dass die alle schon weggerannt sind wegen dem Schuss von vorn. Da wegreiten, ne? Die ganzen Tiere. Ja, wegrennen. Ja. Wo ist denn der Häschen? Easy, easy. Easy, easy. Ich weiß nicht, ob man eine gute Jagd auf die machen kann. Ne? Ich glaube, da muss man einfach so zufällig rumreiten und zufällig welche treffen. Ne? Ja, sonst ist es, glaube ich, echt ein bisschen beschissen. Gab es hier nicht noch eine andere Stelle mit diesen. Guck mal, hier ist auch so ein Häschen-Dings. Zu den Tomahawk versuchen da. Wo war das? Hier, glaube ich. 80 Meter. 80 Fuß. Ja. Schlagerfeuer. Da links nicht einer. Ah, da. Ach, scheiße, das ist ein Dings, ne? Eine Vogelscheibe hier. Geiler. Das ist jetzt meine Axt. Oh, aber es ist gut geflogen, ja. Das ist ja gar keiner. WTF, ey. Okay, dann machen wir selbst mal ein bisschen. Guck mal, selbst mal, koch mal hier selbst mal ein bisschen was. Alter, ich glaube, wir haben echt viel. Benötigt Brot, Toast, Trost. Aha. Egal, zwei Stück kann man davon machen. Kochen wir die mal schön. Gegenstand lagern.
Nochmal kochen, nochmal kochen. Schauen wir uns mal rein. Nochmal haben wir es nicht. Wildvogelfleisch. Aber wir können auch die Ansicht wechseln, aber. Dann kochen wir das mal nach. Wird auch gelagert. Haben wir nicht nochmal Schweinefleisch? Na, schön kochen, ja, schön anbraten. Machen wir uns mal ein bisschen Leider. Ein bisschen kochen. Was gut für Dead Eye. Dann danach gehen wir mal eine Runde pennen. Vielleicht sind am nächsten Morgen wieder mehr Hasen hier unterwegs. So, saftiges Fischfilet. Jetzt haben wir schön gefangen, die Fischchen. Ja, auch schön lagern hier. Also, wir müssen einfach mit seiner Hand vom Messer. Ja, ein bisschen zähniges Fleisch. Mal sehen, was wir das schon wieder haben. Ne? Viele Viecher fliegen hier rum. Ist ja krass. Ja, jetzt haben wir nichts mehr. Okay, dann machen wir euch Wasser weggehen und dann die Dings auf Feuer ausruhen. Gehen wir mal schön hier. Was? So, ich dachte, wenn ich ausruhen drücke, dann ist das Ding. Dann haut er sich eine Runde hin. Aber